Die Planungen für das Forschungszentrum Autonomes Fahren und Fliegen nehmen offenbar weiter Gestalt an. Noch ist es Brachland im Gewerbegebiet Sandwäsche des Hoyerswerdaer Ortsteils Schwarzkolm. Doch schon bald soll sich das ändern. So ist auf einem Hektar Fläche offenbar eine technische Versuchshalle geplant. Das hat Oberbürgermeister Thorsten Ruban C. gegenüber Lausitzwelle bestätigt. In der ca. 40 Meter hohen Halle soll das automatisierte Fahren und Fliegen bei unterschiedlichen klimatischen Bedingungen simuliert werden. Bis 2026 soll das Gebäude errichtet sein. Das Vorhaben ist Teil des in der Zusestadt von der TU Dresden geplanten Forschungscampus und wird vom Freistaat Sachsen unterstützt. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln des sogenannten Strukturstärkungsfonds der Nordkohleregion.